heads will turn green, your eyeballs will pop open with aggression. Gegenstandsnummer SCP-120. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. Aufgrund der Wichtigkeit für die Organisation muss SCP-120 zu jeder Zeit unter Videoüberwachung und von bewaffneten Wachen gehalten werden. Jedes Personal, das ohne Erlaubnis versucht, das Objekt zu bestücken, wird auf der Stelle eliminiert. Jedes Personal, das den Wunsch hegt, SCP-120 zu verwenden, muss dafür eine ausgefüllte Kopie des Erlaubnisformulares Dokumentnummer 120-23 bei den Anlagebetreibern einreichen. Aufgrund der präzisen Zeitbestimmung und den Koordinationen, die zur effizienten Nutzung des Objektes in einem Notfall vonnöten sind, wird jedes Personal, welches das Gebäude von SCP-120 betritt, unter das temporäre Kommando der Anlagenleiter Kapitän Sicherheitsabteilung Level 4 und Dr. Forschungsgruppe Level 4 gestellt. Alle Bestimmungsorte müssen von bewaffneten Wachen und Überwachungskameras gesichert werden. Sie sind für die Organisation von Wert, aber nicht kritisch. Jedoch muss jeder kompromittierte Bestimmungsort sofort dem SCP-120-Personal gemeldet werden. Die verteilte Sondereinheit Sigma-6, die Pfützenspringer, wurde zum Schutz und zur Wartung von SCP-120s Anlage und den Zielaußenposten gegründet. Sie beinhaltet eine Kommandoeinheit und eine Verteidigungs- und Wartungseinheit, die in der SCP-120-Anlage mit dem Kommando untergebracht sind. 5 Einheiten sind an den jeweiligen Bestimmungsorten stationiert, dazu 5 Reserveeinheiten für diese und 5 Einheiten sind den sonstigen SCP-120-Projekten zugeteilt. Beschreibung: SCP-120 scheint ein kleines, pastellpinkfarbenes Kinderplanschbecken mit einem Innendurchmesser von 2,5 Metern und einer Höhe von 0,3 Metern zu sein. Es scheint aus normalem irdischen Kunststoff zu bestehen, ist jedoch gegenüber sämtlicher Versuche unzerstörbar. Siehe Forschungsbericht Nummer 120-32 für weitere Informationen. Die Struktur des Beckens reagiert auf Druck wie jedes andere herkömmliche Becken. Es gibt nach bei Druck und fühlt sich weich an. Besitzt aber auch eine unglaubliche Oberflächenstabilität und kann nicht dauerhaft gedehnt oder zerrissen werden. Das Becken ist mit einer Art hellleuchtender, farbigen, flüssigkeitsähnlicher Substanz gefüllt, welche nur zum Teil in unserer Dimension zu existieren scheint. Es reagiert nicht auf die Manipulation durch organische oder unorganische Hilfsmittel, doch die Substanz wälzt sich und schimmert systematisch und suggeriert regelmäßig, dass sie physikalisch in einer anderen Dimension existiert. SCP-120s interessanteste Eigenart wird von den Mitarbeitern der Organisation regelmäßig genutzt. Bei lebendigen Menschen, die etwas tragen, inklusive Kleidung, was weniger als 37,8 Kilogramm wiegt, wurde beobachtet, wie sie durch das Becken fallen und an einem von 11 Zielorten wieder auftauchen. Dies wird in einem Zusatz genauer beschrieben. Das Objekt wird nur funktionieren, wenn bestimmte Zustände zutreffen. Das Subjekt muss genetisch menschlich sein, das Subjekt muss bei Bewusstsein sein, darf nur ein Gewicht unter der spezifischen Menge tragen und nur ein Subjekt darf sich auf der Oberfläche aufhalten. Testsubjekte, die mehr als die spezifische Menge trugen, berichteten von einem weichen Untergrund unter der Flüssigkeit, aber es konnten keine besonderen Effekte beobachtet werden. SCP-120s hauptsächlicher Nutzen ist eine Evakuierung für Kommando im Falle eines Notfalls. Es ist momentan in einem verstärkten Außengebäude dieser Anlage untergebracht. Um das Evakuierungsprozedere zu inspizieren, ist sich auf das Dokument Nummer 120-22 zu beziehen. Die Aufmerksamkeit der Behörden der Organisation zog das Objekt zum ersten Mal am 31.08.1992 auf sich. Die lokale Polizei von Kalifornien untersuchte Berichte über das Verschwinden von Kindern in ihrem Zuständigkeitsbereich und entdeckten und meldeten das Objekt am 31.08.
Das Aufseherkommando wurde automatisch über die üblichen Kanäle benachrichtigt und ein kleines Team der Organisationsagenten wurde ausgesandt, um das Objekt einzusammeln und zur Anlage 19 zu transportieren, wo es für Tests für die folgenden 2 Jahre aufbewahrt wurde. Es wurde 1994 zu seinem jetzigen Standort beim Kommando transferiert. Anhang. Dokument Nummer 120-7. Zerstörungstests an SCP-120. 24.12.1993. Gekürzte Fassung. Handsegel 30 cm, kein Ergebnis. Industriebohrer, Stahlspitze, kein Ergebnis. Industriebohrer, Diamantspitze, kein Ergebnis. Munition 9x19mm, Parabellum, kein Ergebnis. Munition 5 Kaliber 56x45mm, NATO, kein Ergebnis. Munition 5 Kaliber 56x45mm, NATO, kein Ergebnis. Munition 7 Kaliber 62x39mm, kein Ergebnis. Schneidbrenner Acetylen, kein Ergebnis. Schneidbrenner Hydrogen, kein Ergebnis. Schneidbrenner Propan, kein Ergebnis. CO2-Laser, Energie 100 Kilowatt, kein Ergebnis. CO2-Laser, Energie 500 Kilowatt, kein Ergebnis. Dokument Nummer 120-10. Detaillierte Erklärung SCP-120s Fähigkeiten und Zielorte. 12. Februar 1994, gekürzte Fassung. SCP-120 besitzt die Fähigkeit der sofortigen Translokation von Menschen, wahrscheinlich durch eine oder mehrere alternative Dimensionen. Personen, die das Objekt nutzen, werden immer auf einen der 11 Zielorte abgesetzt. Diese Orte variieren stets nach einem unveränderlichen Muster. Die Standorte der 11 Ziele wurden mittels durch das Geben von Radiosignalen herausgefunden, mit denen Klasse-D-Personal in Tests durch das Becken geschickt wurden. Die Standorte werden nachfolgend beschrieben. Standort 1, Pazifischer Ozean. Die Flüssigkeit von SCP-120 glüht blau, während sie mit diesem Ziel verbunden ist. Subjekte, die zu diesem Ziel reisen, werden ca. 2 Meter über der Oberfläche des Ozeans beim Breitengrad Westen, Längengrad Süden abgesetzt. Ein Organisationsschiff, SCPS Demeter, für die Öffentlichkeit USS Nassau, ein meteorologisches Schiff, ist aktuell an diesem Standort stationiert und Personal, das durch SCP-120 dorthin reist, wird im Frachtraum des Schiffes materialisiert. Argles Material der Organisation kann in einem Notfall hierher geschickt werden und das Schiff hat Einrichtungen zur Unterbringung von wenig gefährlichen SCP-Objekten, sollte dies vonnöten sein. Klasse-D-Personal, welches genutzt wird, um SCP-120s Ziel anzuwählen, kann per Hubschrauber extrahiert und wiederverwendet oder einfach eliminiert werden. Ihre Leichen können vor Ort eingelagert werden. Das Original-Klasse-D-Personal und der Radiosignalgeber, welcher den Zielpunkt markiert, gingen an die See verloren und mussten im Interesse der Sicherheit geborgen werden, sollten sie an eine bewohnte Küste gespült werden. Die Konfiguration von SCP-120 wurde willkürlich auf Nummer 1 gesetzt und hat keine sichtbare Bedeutung über andere Konfigurationen. Die Bestimmungsorte 2 bis 11 folgen in sequenzieller Reihenfolge nach dieser Konfiguration und enden wieder bei Nummer 1 nach einem kompletten Durchlauf. Das Reisen durch SCP-120 zu diesem Standort ist aufgrund der Verletzungsgefahr beim Sturm und oder schwerer See nicht zu empfehlen. Standort 2, Grönland. SCP-120 zeigt ein grellweißes Leuchten, wenn dieser Zielort angewählt ist. Subjekte, die zu diesem Ziel reisen, werden in 1,5 Metern Höhe über der Oberfläche von Grönland bei den Koordinaten Breitengrad Westen und Längengrad Norden materialisiert. Eine kleine Anlage wurde hier gegründet unter der öffentlichen Präsenz einer Bohrung der Ölindustrie. Diese Anlage hat die gleichen Kapazitäten wie Demeter und ist mit einer Landebahn und Treibstoffversorgung ausgestattet. Standort 3, Level 3. Dieser Zielort befindet sich am Lagrangischen Erde-Mond-Punkt 3. Das SCP zeigt eine tiefschwarze Farbe. Objekte und Personal, welches durch das SCP an jeden Lagrangischen Punkt, Standort 3, 5, 8, 10 und 11 geschickt werden,
sind effektiv verloren, da eine Rückführung mit der uns momentan zur Verfügung stehenden Technik unmöglich ist. Dies kann sich als Möglichkeit erweisen, kleine gefährliche SCP-Objekte zu entfernen. Doch zurzeit muss davon abgesehen werden, da das Opferpersonal Klasse D angewiesen ist, diese Konfiguration zu überspringen. Standort 4. Himalaya. SCP-120 zeigt ein weißes Glühen, ähnlich dem des Standort 2, wenn es darauf angewählt ist. Die Materialisierung findet am Breitengrad Norden, Längengrad Osten auf einem Berg im Himalaya-Gebirge statt. Nur wenige Veränderungen wurden an diesem Standort vorgenommen. Das Graben eines 8-Meter-Lochs zur Entsorgung von Klasse D-Personalleichen, eine Baldachin zur Verschleierung und Proviant, Lagerausrüstung und Zelte für den Fall einer Evakuierung zu diesem Standort, welche nur im äußersten Notfall erfolgen sollte. Klasse D-Personal, welches zum Anwählen eingesetzt wird, ist eine Mischung aus Beruhigungsmitteln und Nervengift zu injizieren, um den Tod zu garantieren und Beschädigungen an Standort E4 zu vermeiden. Standort 5, Level 5. Mit Standort 3 identisch. Standort 6. Sahara. SCP-120 glüht gelb. Das Personal materialisiert sich bei Breitengrad Norden, Längengrad Osten in einem kleinen Außenposten. Die Geheimhaltung macht es unmöglich, hier SCPs einzulagern, aber ist ideal, um Personal und Dokumente des Kommandos zu evakuieren. Standort 7. Wüste Gobi. SCP-120 zeigt ein braunes Glühen. Der Standort befindet sich in einem kleinen Außenposten in der Wüste Gobi bei den Koordinaten Breitengrad Norden und Längengrad Osten, ist aber ansonsten mit Standort 6 identisch. Standort 8, Level 2. Identisch mit Standort 3, zeigt aber mehr Potenzial zur Entsorgung von SCPs, da sich der Punkt hinter dem Mond befindet. Standort 9. Mare Imbrium. Das SCP zeigt ein gedämpftes graues Glühen, wenn dieser Standort angewählt ist. Der Standort befindet sich auf einem relativ flachen Teil im Meer des Regens auf der Mondoberfläche. Durch einen enormen Geld- und Klasse-D-Personalaufwand konnte hier ein kleiner Außenposten errichtet werden. Er gilt als einer der sichersten Posten der Organisation. Standort 10, Level 4. Mit Standort 3 identisch. Standort 11, Level 1. Mit Standort 3 identisch. Persönliche Auswertung. Super cool. Ich liebe sowas, wenn man plötzlich in andere Dimensionen springen kann, durch Zeitreisen oder ja, sich teleportieren. Und das ist bei SCP-120 wirklich der Fall. Und oh, ich kann es nicht glauben, dass wir jetzt schon 119 SCP-Akten durchhaben. Ist schon viel. Was ich halt oft habe, und das hatte ich hier auch bei dem Dokument Nummer 120-7, dass ich manchmal gar nicht weiß, wie ich die Sachen aussprechen soll. Und das war hier bei der Munition. Und bitte seht es mir nach, wenn irgendjemand feststellt, dass ich das falsch gemacht habe. Ja, es gibt ja sehr viele SCP-Akten, die eben noch nicht vertont sind, sodass ich mich bei keinem orientieren kann. Und das war eben so der Fall. Aber nun zurück zu dem SCP-Objekt. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, dass diese Flüssigkeit schon anzeigt, wohin die Reise geht. Also anhand der Farbe kann man ja erkennen, wohin das geht. Ich finde es nur problematisch, wenn man jetzt fliehen muss und an einen anderen Ort muss und man muss das erst irgendwie überspringen und alles eilt und ja. Ich finde das auch spannend, dass irgendwie musste man das ja herausfinden. Klar, das wurde hier erklärt, aber ich frage mich in solchen Momenten immer, wenn die Foundation ein neues Objekt bekommt, wer hat den Mut, das zu testen? Wer kommt auf die Idee, verschiedene Sachen auszuprobieren? Ich meine, das ist wie so ein Open-World-Computer-Game, wo man dann echt alles plötzlich ausprobieren kann. Ich finde das toll. Ich bin ganz begeistert von diesem SCP-Objekt und mega niedlich, dass es ein Planschbecken ist. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo mal eine Folge in einer Kinderserie gab, wo man auch durch ein Planschbecken irgendwie eine andere Dimension betreten könnte. Ich bin mir da nicht mehr sicher oder
Auf jeden Fall gibt es ja oft solche Gegenstände, Alltagsgegenstände, die dann ja in der Fiktion dafür da sind, um von einem Ort zum anderen zu reisen. Nehmen wir zum Beispiel eine Telefonzelle oder einen Kleiderschrank oder ein schnelles Auto. Ich finde das auf jeden Fall toll und ein Planschbecken ist einfach super niedlich. Ich glaube, mehr kann ich gar nicht zu diesem Objekt sagen. Es gibt halt wirklich Objekte, da bietet es sich nicht an oder ich habe jetzt nicht so die Möglichkeit, so viel dazu zu sagen. Sei es, dass es nicht so viel Hintergrundinformationen gibt oder Sachen, die man noch recherchieren kann. Oder dass ich einfach manchmal auch keine Ahnung habe. Deswegen denke ich mal, dass ich beim nächsten wieder mehr sagen kann. Was ich jetzt aber noch schnell erwähnen kann, ist Folgendes. Ab morgen gibt es den Creepypasta Adventskalender auf meinem Kanal. Letztes Jahr hatte ich einen Märchen-Adventskalender auf meinem Märchenkanal und das kam auch recht gut an und deswegen habe ich letztes Jahr auch versprochen, wir machen dieses Jahr Horror. Das bedeutet, jeden Tag kommt eine Creepypasta oder eine Geschichte. Sehr, sehr, sehr viele Einsendungen habe ich von euch bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. An den Tagen, an denen die SCP-Akten kommen, werden natürlich weiterhin SCP-Akten kommen. Und ich denke, da wird sich jetzt nichts irgendwie verändern. Also von der Aufmachung, vom Stil her, nur dass natürlich das weihnachtliche Intro kommt. Ansonsten könnt ihr jetzt damit rechnen, dass jeden Tag ein Video kommt. Eigentlich kommt auch jeden Tag sowieso ein Video, außer dienstags, aber gut. Jetzt eben im weihnachtlichen Stil der Adventskalender, also freut euch darauf. Ab morgen geht's los und ja, dann bis dann. Your eyeballs will pop with pressure, so terrifying.